Hey, willkommen zurück zu Let's Play Atelier Annie. Wir sind jetzt schon beim sechsten Teil der Videos und wir haben endlich diese ganze Vorgeschichte durch und die ganzen Erklärungen und Erläuterungen. Und wir haben eine neue Aufgabe. Wir sollen eine Karte von der Insel machen. Also mal gucken, ob ich das Rezept hier irgendwo finde. So, mein Inventar. Hier. Aufgabe 2. Ich stelle eine Karte der Insel Sera. Lass uns zu den Sammelpunkten gehen, um Materialien zu sammeln. Stichtag, Jahr 1, den 30. September. Wir haben hier gerade Monat 4, also April. Also noch ziemlich lang hin, der Stichtag. Ich nehme mal an, dass die Tage hier richtig schnell vergehen, denn hier in der Vorgeschichte alleine ist schon ein Tag vergangen. Irgendwann, aus irgendeinem Grund. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Also ich weiß jetzt nicht, wie das geht, wie die Tage heruntergezählt haben, ob im Spieldauer oder... Keine Ahnung. Ja, da war schon... Ich brauche das Rezept. Vielleicht hier? Ziehen. Reines Wasser. Brauche ich dieses reine Quelle? Hab nicht genug Materialien, um das zu machen. Ja. Hier ist die Karte. Holzschnipsel, reines Wasser und magisches Unkraut. Brauche ich. Also lass mich das merken und dann irgendwo sammeln gehen. Oh, da sind Leute im Laden. Also da jetzt keine Synchronisation mehr ist, dachte ich mir, ich synchronisiere jetzt, ich gebe den Leuten jetzt eine passende Stimme, wenn ich mit denen rede. Typ, sind diese Fässer das Einzige, was du hier hast? Ja, der Laden hat doch eben erst aufgemacht. Was soll ich denn hier sonst haben? Ich habe noch gar nicht gearbeitet. Und die Frau? Was für ein trauriger kleiner Laden. Hey, du solltest für die Gilde arbeiten und dir Einnahmen machen. Es würde dir außerdem helfen, einen guten Ruf aufzubauen für deinen Laden. Okay, in der Gilde, da kann ich wohl so Aufträge kriegen, außerhalb des Wettbewerbs, oder wie? Was hat die denn gesagt? Arbeiten für die Gilde. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Gilde ist. Ich brauche etwas Medizin, aber ich kann hier keine finden. Ja, Medizin habe ich nicht. Tut mir leid. Ich mache Ladenschilder und ich mache Landkarten. Aber Medizin? Vielleicht hast du mehr Glück bei einem Schreiner oder beim einem Kartografen. Aber ich bin Alchemist. Sowas mache ich nicht. Liebling, lass uns woanders hingehen. Was hat Pepe zu sagen? Du bist immer noch ein Amateur, also passe ich auf dich auf. Nichts Konstruktives. So, wo sollen wir jetzt hingehen? Waffenladen, Kaufladen und Restaurant haben wir. Gehen wir mal zum Waffenladen. Dies ist also der Waffenladen. Entschuldigung. Was willst du? Ah, das ist eine Frau, ne? Tut mir leid. Ah, Verzeihung. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Bist du der Besitzer? Eine Besitzerin. Ja, ich bin Amalie. Frau Amalie, ich bin Annie, eine von den Wettbewerbsteilnehmern. Das ist der Waffenladen, stimmt's? Das stimmt. Ich habe alle Ausrüstung hier gemacht. Ah,
du bist also eine weibliche Schmiedin. Ich komme an einem anderen Tag wieder vorbei. Anni. Ja? Du kannst hier auch deine Ausrüstung verkaufen. Bring alles hierhin, was du loswerden willst. Okay, danke. Ich habe vergessen, ihr zu sagen, dass ich keine anderen Gegenstände annehme. Die ist aber nicht weg. Hast du keine Angst gehabt, Anni? Die Läden in der Stadt importieren neue Gegenstände vom Festland. Etwa zur selben Zeit wie jeder Wettbewerb anfängt. Ich habe hier eine Waffe gekauft, aber ich habe vergessen, sie auszurüsten. Also konnte ich nicht zurückkämpfen und wurde von einem Pony verkloppt. Pony, Monster? Was benötigst du heute? Schwerter für Hans? Die Claymore. Zwei Händer. Kann Hans nicht ein. Ausrüsten. Ein Stab für Anni und Hans. Hans kann ich auch ausrüsten. Ja. Eine Pfanne. Cool. Ein Buch. Für Hans kann ich Bücher auch ausrüsten. Die Kleidung. Ja. Kaufe ich erstmal nichts. Ja, raus. Dann zum Kaufladen. Hallo? Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Ich schaue hier nur vorbei, um mich vorzustellen. Ich bin Anni, eine von den Wettbewerbsteilnehmern. Oh, was für ein süßes kleines Mädchen. Mein Name ist Jakob. Ich bin der Besitzer dieses Ladens. Die Leute nennen mich alter Jakob. Schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Oder gleichfalls. Oder wie auch immer. Alter Jakob. Komm hierher, wenn du irgendwas brauchst. Komm jederzeit hierher. So, ja. Ich habe Dinge, die du während deiner Ausflüge benötigst, und ich habe auch ein paar Materialien. Ich komme hierhin, bevor ich die Stadt verlasse. Außerdem, ich lebte hier schon auf der Insel schon eine ganze Weile. Wenn du irgendwelche Fragen bezüglich der Insel hast, lass sie mich wissen. Vielen Dank. Das ist dieser böse guckende Kerl wieder. Ich bin pleite. Mein liebster Lono-Fischi, ich muss dich für Geld verkaufen. Es tut mir so leid. Schau mich nicht so an. Ist das ein Lono-Fischi, sein Haustier? Und die Frau ist auch hier. Die verfolgen mich, die stalken mich. Stellen mir nach. Du kannst Materialien im Steinbruch und dem Becken sammeln. Ich habe aber gehört, dass dort auch Monster seien. Guck mal, was der verkauft. Ja, willkommen. Wie kann ich dir heute helfen? Karotte, Pilze, Zucker, Mehl, Ananas, eine Pflanze mit Stacheln. Morgentau. Noch irgend so. Eine Pflanze, die explodiert, wenn du dir einen kleinen Stoß gibst.
verwendet, um Bomben zu machen. Mhm. Also nehme an, ich kann Bomben bauen und so, was man so in Kämpfen benötigt. Ah, dieses magische Unkraut gibt's hier. Kostet 10. Und das Holz gibt's hier auch. Cool. Dann brauche ich nur noch dieses Wasser. Polierzeug. Der Ton gibt's. Das gibt auch eine Paprika. Eine Flasche. Boah, 2000. Boah. Wofür braucht man denn diese Flasche? Level 1 Glas Ornamente. Verwendet, um Medizin zu machen und Bomben zu synthetisieren. Ja, lass uns mal rausgehen. Raus. Dann haben wir noch das Restaurant. Dies ist also das beliebteste Restaurant in Lichterzehn? Zufällig bin ich gerade hungrig. Ich sollte etwas ausprobieren. Hey! Hä? Hast du draußen nicht das Schild gelesen? Das Schild? Wir haben für heute bereits geschlossen. Oh, es ist aber noch ziemlich früh. Wir hatten keine andere Wahl. Der Herd in der Küche ist kaputt gegangen. Der Herd? Hey, was ist dein Name? Mein Name ist Fitz. Fitz? Wir heißen Fitz. Mein Name ist Annie. Ich bin ein Alchemist. Ein Alchemist? Ja, also wäre ich vielleicht in der Lage, den Herd zu reparieren. Aha, also holt ihr euch keinen Handwerker, sondern einen Alchemisten? Wirklich? Kann ich erstmal einen Blick auf den Herd werfen? Sicher. Nein, lass sie nicht dran, die macht alles kaputt, nein! Hier, es sollte wieder in Ordnung sein. Sie hat es geschafft, nichts ist explodiert. Ist es jetzt wirklich repariert? Vielleicht geht gleich was in die Luft. Es ist nur vorübergehend, aber ihr solltet nun in der Lage sein, ihn zu benutzen. Hey, der Ofen funktioniert. Wer hat ihn repariert? Sieht so aus, als wäre alles wieder in Ordnung. Ich muss jetzt gehen. Oh oh, warum beeilt sie sich? Vielleicht hat sie da auch nur rumgeschlampt. Warte, wollte sie nicht zu essen? Ach, der Typ, der ist wieder hier. Ich liebe das Essen hier und Fitz ist so niedlich. Hier, ihr Benehmen ist großartig. Oh, tut mir leid, ich sollte mich hinsetzen. Ja, dein Benehmen ist wohl nicht so großartig. Das Essen hier ist so gut. Ich sollte eigentlich auf eine Diät sein, aber ich kann nicht aufhören zu essen. Kann ich in die Küche? Oh, nein. Krieg ich dann was zu essen? Wo ist die Fitz? Also kann ich hier wohl nichts machen. Ja. Was haben wir hier noch? Weltkarte, ich meine Inselkarte, Stadtkarte, Geschäftsgegend und Wohngegend. Haben wir hier eine Bibliothek und der Platz in der Mitte. Ich denke mal, das heißt Abenteuergilde und der Ausschuss. Ja, ich mache hier erstmal Schluss. Wir haben wohl immer noch nicht das Spiel richtig angefangen. Ich schaue mir immer noch ein bisschen komisches Zeug an. Naja. Lieber alles durch
durchlesen, bevor man irgendwas Unkluges macht. Jedenfalls ist meine Art zu spielen. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es langweilig ist, überspringt einfach ein paar Minuten, bis ich irgendetwas Anständiges mache. Also dann, bis zum nächsten Mal.